Ja, herzlich willkommen zum neuen Sascha on Tour Video. Diesmal plaudere ich so ein bisschen in gemütlicher Atmosphäre hier in meinem Arbeitszimmer. Und zwar war ich und mein Bruder am 14. und 15. September 2024 auf der Toyplosion 2. Wir sind extra dorthin nach Castrop-Rauxel gereist. Das sind knapp 400 Kilometer von uns entfernt. Und ja, da haben wir ein richtiges Toyplosion-Abenteuer erlebt. Das war echt Wahnsinn. Und wie gesagt, ich wollte das ein bisschen erzählen. Ihr werdet nebenbei viel Bilder sehen von dem Ganzen und ein paar Videos, die ich gemacht habe, von der ganzen Veranstaltung. Das ist jetzt die zweite. Die erste habe ich damals auch besucht. Diesmal war es sogar zwei ganze Tage lang. Das war echt der richtige Wahnsinn. Und ja, wir haben sehr viel erlebt und das war echt spannend zu sehen. Ich meine, gut, es fing an am Freitag. Da sind mein Bruder und ich dann mit dem vollgepackten Auto, denn ich habe da auch einen Verkaufsstand gehabt und eine ganze Menge an Toys, Retro-Stuff und so weiter, was ich nicht mit meiner Sammlung lagern, Platz haben konnte. Wie auch immer, habe ich mitgeschleppt und habe auch eine Menge abgegeben sozusagen. Und damit natürlich auch diese ganze Reise finanziert und auch die neuen Sachen, die ich mir dort angeschafft habe oder auch mein Bruder sozusagen, ne, das hat ja auch seine Sachen verkauft. Ja, auf jeden Fall, Freitag ging unsere Reise los. Wir sind von unserer Heimatstadt bei Hamburg runtergereist Richtung Dortmund, wo Castrop-Rauxel liegt, wo die in der Europahalle die Toyplosion 2 wieder mal stattfand. Ja, Freitag, wir sind mittags losgefahren. Wir wollten am Freitag auch aufbauen, haben wir auch gemacht. Aber ja, wir sind knapp 5,5 Stunden haben wir gebraucht. Der Verkehr war doch schon ziemlich überladen. Klar, Feierabendverkehr, Staus und so weiter hatten wir gehabt. Also wir sind dann erstmal fast sozusagen gleich zur Halle gefahren. Wir haben einen Zwischenstopp eingelegt, denn diesmal haben wir uns ein kleines Apartment gemietet für zwei Übernachtungen. Das war etwa 8 Kilometer entfernt von der Europahalle. Das ist richtig beschaulich gewesen, eine süße Wohnung mit sozusagen zwei Schlafgelegenheiten. Mehr brauchten wir nicht und eine Dusche und wo wir frühstücken konnten. Wir haben da ja nicht wirklich viel Zeit verbracht, das Ganze. Deswegen. Aber es war gemütlicher, als im Auto zu übernachten. Also ihr könnt euch das vorstellen. Das macht natürlich dann nicht so viel Laune. Also auf jeden Fall haben wir da erstmal einen Zwischenstopp gemacht, so ein bisschen unsere Klamotten, so ein bisschen Lebensmittel, was wir so mitgenommen haben, dagelassen. Und dann sind wir zum Aufbau auf die Toyplosion gefahren. Es fand, wie gesagt, wieder in der Europahalle statt. Das war echt, toll. Wir wussten natürlich diesmal, wie wir da hinkommen, wie wir auch ausladen können am besten. Und ich habe auch wieder die gleiche Stelle wie im Jahr davor gehabt. Da war genau mein Stand zwischen dem Bürgermeister und dem Spielzeugjägern. Ja, ich grüße euch an dieser Stelle, aber ich komme zu euch sowieso, glaube ich, nochmal später in dem Sinne. Auf jeden Fall waren wir dann sozusagen, sind wir runtergereist dahin und als wir dann bei der Europahalle angekommen sind, konnten wir direkt zur Halle, direkt zum Eingang vorfahren. Haben wir auch schon die ersten Leute getroffen, die wir kannten, wie Peter Pitendo. Auch dich grüße ich an dieser Stelle. Dann haben wir angefangen aufzubauen, unsere beiden Tische. Wir haben so zu 80% aufgebaut am Freitag, wir hatten uns vorgenommen, dass wir am Samstag, wenn es angefängt sozusagen, Samstag und Sonntag sind die beiden Veranstaltungen, ab 9 Uhr gab es Early Bird Ticket, wenn ich das richtig verstanden habe, und ab 10 Uhr war dann voller Einlass. Samstag ging bis 18 Uhr und Sonntag nur bis 16 Uhr. Das nochmal kurz zusammengefasst, aber auf jeden Fall Freitagabend. Wir waren so gegen 19:30 Uhr dann da im Endeffekt, haben dann aufgebaut, haben auch gleich den Bürgermeister, den Flo getroffen und den Marco, den Retro-Krempel, den Alex und den Martin von den Spielzeugjägern. Wie gesagt, Peter Pitendo war ja da. Einige andere haben erst am nächsten Tag aufgebaut, wie Marc von Bumo TV. Und wir haben unsere beiden Stände dann da, oder beiden Tische, die ich da gemietet habe, sozusagen schon mal all unsere Sachen hingestellt, ganzen Kartons ausgepackt, ich mit meinen doppelten Transformern und Hörspielkassetten und alles Mögliche, was ich da jetzt so hatte an Retro-Stuff, was sich so ansammelt, was man doppelt hat, was man nicht mehr braucht und so weiter. Ihr kennt das ja auch alles. Jedenfalls haben wir dann aufgebaut. Man hat natürlich auch schon geguckt und ich war schon erstaunt, was da schon alles rumlag. Ich habe aber an dem Tag haben wir noch nichts gekauft. Es ging schon Deals, haben schon stattgefunden.
Aber im Endeffekt kam ich gar nicht ganz dazu. Wir haben etwa, gut, was haben wir, bis 9, glaube ich, fast aufgebaut. Viel dann noch mal gequatscht mit den Leuten, die ich ja seit einem Jahr nicht wirklich gesehen habe. Mich immer nur durch meine WhatsApp-Gruppen sozusagen auf meinem Handy rede und so weiter. Ab und zu vielleicht mal ein kurzes WhatsApp-Telefon geführt habe oder sozusagen Bildtelefon oder Bildtelefongespräch. Das war's auch. Also in dem Sinne habe ich mich echt gefreut, all die wieder zu treffen. Das war wirklich wie Familientreffen. Man hat sich ausgetauscht. Man hat schon hier und da seine Kleinigkeiten gezeigt. Ich hatte ja auch so ein paar Sachen mitgebracht, sozusagen schon Tauschsachen oder auch Sachen, die wir uns gegenseitig abgekauft haben. Von dem Flo, auch vom Retro-Krempel. Ich habe für ihn hier was bei mir in der Gegend abgeholt. Das hat er dann entgegengenommen. Und das war ein richtig munteres Treiben, was da schon vor Ort war. Und es war so erstaunlich, wenn es die großen Händler haben in der Mitte der Halle aufgebaut. Man kann man fast sagen, es war ein Basketballfeld, groß, voll mit Standfläche. War Wahnsinn. Wir waren ja am Überhang, sozusagen am Rand, wo man sozusagen auf die untere Verkaufsfläche schauen konnte. Diesmal waren oben wesentlich mehr Stände als beim letzten Mal. Es gab auch Sitzgelegenheiten an der rechten Seite. Da bin ich aber kaum gewesen. Ja, und wie gesagt, die Händler haben alle aufgebaut und das war echt Wahnsinn. Und da konnte man schon sehen, diesmal war wirklich super viel vertreten. Es waren viel mehr Händler da, auch aus der Welt. Ich habe Händler aus den Niederlanden, aus Belgien, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aus England, aus Frankreich, Italien war wieder vertreten. Und das war so spannend, all diese Toy-Händler zu sehen. Ihr werdet das auf den Bildern sehen. Ich kann gar nicht auf all das eingehen, weil da waren so viele interessante Sachen, die ich da gesehen habe, dass ich echt wahrscheinlich noch mal exakt Mini-Videos machen muss. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das mache. Vielleicht mache ich das auch. So mal ein paar Sachen von den Ständen auseinandernehmen und mir genauer anschauen mit euch. Meine Fotos, meine Videos, die ich dazu gemacht habe. Also das war schon spannend. Aber egal, ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, wie das alles war. Und ja, wie gesagt, wir waren schon ziemlich überfordert mit dem Ganzen. Da lag alles, die Sachen haben sich, wurden dann schon aufgebaut und die hatten natürlich schon so viel Toys rausgepackt, dass man echt erstaunt war. Auf jeden Fall war das echt spaßig und das hat schon Spaß gemacht, sozusagen all das zu sehen und man war schon geflasht, man war schon gehypt, das Ganze. Und wir kamen aus dem Staunen teilweise nicht raus. Man konnte seinen Stand manchmal, haben wir dann konzentriert aufgebaut schon mal, alles vorbereitet für den nächsten Tag. Und dann habe ich mir auch schon mal die Toyplosion Exclusives, die ich mir vorbestellt habe, abgeholt. Die zeige ich euch aber auch später bei den Pickups sozusagen, wenn ich darüber rede. Auf jeden Fall war das ganz gut, dadurch war nicht so ein hoher Andrang. Der liebe René, einer der Veranstalter, auch ich grüße dich an dieser Stelle. Die haben alle ihre Arbeit super gemacht, waren super nett, die waren auch herzlich. Das war wirklich, ja, man fühlte sich wohl irgendwo. Es war sehr gut organisiert. Hier und da waren Kleinigkeiten. Man kann über Kleinigkeiten meckern. Ich glaube, es muss immer mal Kleinigkeiten geben, die nicht funktionieren und so weiter. War zum Beispiel so, dass am Samstag, dann war ja die Afterparty. Da war überhaupt kein Essen mehr richtig da. Also das war auch ganz anders geplant von den Veranstaltern. Ist alles nicht so funktioniert, funktionierte nicht so, wie es sollte. Aber egal, das ist, wie gesagt, Kleinigkeiten waren es. Also diese Veranstaltung selbst war top, hat sehr gut harmoniert. Und ja, wie gesagt, wir haben uns da getroffen. Ich habe die exklusiv schon mal abgeholt. Andere haben schon, glaube ich, vorab Deals gemacht. Ich habe das nur ein bisschen gesehen. Ich war aber noch gar nicht wirklich rumgegangen. Wir sind ein ganz klein wenig haben wir geschaut, aber im Endeffekt haben wir gar nicht so viel da mitgenommen. Es war ja auch schon spät und man war schon, ja, man war mit den Leuten eher beschäftigt. Also ich habe dann ja, wie gesagt, der liebe Florian, der Bürgermeister, hatte auch noch Geburtstag. Und dann haben wir gedacht, komm, dann gehen wir noch essen. Ja, wo geht man besser essen? Bei Burger King sind wir hingegangen. Und ja, haben da zusammen mit dem Marco, dem Retro-Krempel, auch noch zusammengesessen. Wir haben gequatscht bis kurz vor Mitternacht und dann sind wir auch nach Hause gefahren. Und ja, ich habe ihm ein kleines Geschenk übergeben. Also, und auch er hat von vielen Geschenke gekriegt, was ich echt toll fand. Und es war echt eine schöne Runde. Und ja, das war auch schon der Freitag. Und im Endeffekt, so spektakulär war es noch nicht, denn dann kam der Samstag und das war BAM! Kann man wirklich sagen, weil es war Wahnsinn. Ja, der Samstag. Wir sind früh aufgestanden, dadurch, dass wir nicht so weit weg wohnten, sind wir um 7 von dem Apartment losgefahren, waren 7:15 dann bei der Halle. Ab 6 Uhr war Einlass,
für die zum Aufbau, weil ja viele jetzt auch noch aufgebaut haben, nicht nur am Freitag. Ja, wir haben dann unseren Stand zu Ende und dann sind wir erstmal bummeln gegangen und haben auch, weiß ich gar nicht, ob wir schon Sachen gekauft haben. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich weiß, muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, im Laufe des Tages so ein bisschen was gekauft. Auf jeden Fall haben wir echt schöne Sachen da gefunden und ich habe alles fotografiert. Ihr werdet das immer eher eingeblendet sehen, das meiste. Ja, auf jeden Fall war das echt spannend, jedenfalls zu sehen. Und es war wesentlich mehr Treiben da los. Und ja, wie es so ist, man guckt sich um, man baut seinen Stand auf, man quatscht wieder mit den Leuten. Noch war kein Einlass, aber man sah schon, wie die Schlange sich da gebildet hat. Und ich kann euch sagen, da war bestimmt eine 1000 Meter lange Schlange. Also es ging wirklich geradeaus runter den Weg. Ich habe nur ein, zwei Fotos gemacht. Ihr könnt bei den anderen, vielleicht habt ihr, die auch die Toyplosion-Videos machen, seht ihr vielleicht mehr. Das soll noch dreimal um die Ecke gegangen sein. Wahnsinn. Und es hat fast 2 Stunden angedauert. Es war auch voll. Es war nicht so voll, dass man nicht rumlaufen konnte. Aber es war Wahnsinn. Also ich kann ganz ehrlich sagen, es waren viele Leute da. Also mehrere tausend Leute, 30.000, 40.000 bestimmt, gefühlt noch viel mehr. Ich habe gar keine Zahlen. Ich müsste mal fragen, ob es Zahlen gibt. Auf jeden Fall, es war einfach nur der Wahnsinn. Viele nette Menschen, man hat auch viele wieder getroffen, die man eben halt vorher noch nicht gesehen hat. Ich habe natürlich auch viele von meiner Gruppe gefunden, sozusagen meiner WhatsApp-Gruppe, die alle da zu Besuch kamen. Den Sven, den Mike, der Mate, der Ultimate Player war natürlich auch später noch da. Es gab nur leider kein Wrestling-Rematch, was wir gehofft haben. Das ist nicht so gelaufen wie geplant. Wir waren noch, den Jerry wollte ich, den haben wir uns leider verpasst. Wahrscheinlich war ich dann nicht an meinem Stand. Später habe ich auch noch den Toy Tenner, die Trödelmama, den Birded Game Collector, ihren Mann haben wir getroffen und wir haben auch super gut unterhalten. Der Mario von kennt ihr noch. Sein Partner Mando, der war auch da, aber den habe ich nicht wirklich gesehen. Und ja, dann war noch der von Dinosaur Merch, Toys and Merch, glaube ich, heißt der. Der auch lieber Kollege, ich glaube Patrick heißt er. Super sympathisch, war sozusagen etwas weiter von mir. Dann kam Marc auch und mit dem Puppengeist seiner besseren Hälfte und der hatte sehr viele interessante Barbie-Puppen aufgebaut, die ja so ein bisschen gefühlt custom-made anzeigte. Es war wirklich eine positive Atmosphäre. Dann war noch jemand anderes da, eine nette Dame, die hatte da aufgebaut. Viele Ponys, meine Little Ponys und Barbies und es war auch super schön. Das war so eine positive Vibes. Die Ghostbusters waren auch wieder da, die German Division sozusagen, haben da auch wieder einen Stand gemacht und sind in ihren Kostümen rumgelaufen. Das war auch Wahnsinn. Also das war auch richtig toll. Und wie gesagt, ihr seht eben halt, es war sehr voll. Und ja, ich bin natürlich auch irgendwann auch mal stöbern gegangen, denn darum geht es ja auch auf dieser Toyplosion. Man möchte ein bisschen mehr sehen. Ach so, der Ed von Retro Geekout war auch vor Ort, lief mit seinem Kumpel Matti rum. Und Laszlo, glaube ich, noch ein dritter war da. Ich habe nur ganz kurz mit denen gesprochen, habe jetzt auch kein Selfie gemacht oder so. Deswegen werdet ihr mich nur im Hintergrund da sehen bei dem Ads-Video. Der hat mit dem Bürgermeister mit viel mehr gequatscht und das war schon sehr spaßig irgendwo. Naja, auf jeden Fall bin ich auf Tour gegangen und ihr könnt sehen, also ja, ihr seht eine Menge. Also, komm, ich lasse jetzt hier mal, ich weiß nicht, wie lange es geht, aber ich lasse jetzt hier mal eine ganze Menge Material laufen. So ein paar Minuten lang, damit ihr mal sehen könnt, was da los war. We'll be right back.
fasst natürlich auch nur ein Teil zusammen. Es ist Wahnsinn gewesen, was da alles war. Und es gab so viel zu sehen. Und ich muss ja sagen, eingangs habe ich es versucht zu erwähnen, ich habe es nicht ganz ausgesprochen, glaube ich. Diesmal war, ich fand es noch besser. Also ich muss ganz sagen, ich fand es wirklich noch besser als beim letzten Mal. Denn es war mehr Vintage da. Es war auch, die Toylines haben sich ein bisschen mehr gemixt. Es war beim ersten, bei der ersten Toyplosion mehr Masters-lastig. Also das und auch Neuware, das ist zurückgegangen. Natürlich gab es auch neue Ware, aber in geringeren Form von Star Wars zum größten Teil, von Jurassic Park und so weiter zum Beispiel. Aber es war unheimlich viel Retro-Stuff, unheimlich viele alte Sachen von, die man da entdeckt hat, also natürlich auch von meiner Serie, wie ihr seht, Transformers, da habe ich auch eine Menge gefunden. Und es waren eben halt dadurch, dass aus Holland, aus England einer da war, Wahnsinn, was man da alles dann bekommen hat oder gesehen hat. Und ich fand das schon sehr beeindruckend. Bei mir gegenüber war ein Holländer, ich weiß gar nicht, wie der hieß jetzt eigentlich, fällt mir gerade ein, aber egal, der hatte da richtig schöne Retro-Sachen für Ghostbusters. Und der hatte zum Beispiel von den Film Nation Ghostbusters, hatte er diese, ja, das Haus von denen, das geile Ghostbusters-Haus da und auch Figuren. Ich fand es Wahnsinn, das habe ich so noch nie gesehen. War nicht vollständig, aber hatte es da. Und da muss ich sagen, habe ich auch zum ersten Mal einige Sachen gesehen, die ja, mir gefallen haben. So ein bisschen, hatte Transformers auch ein bisschen da. Auch richtig tolle Stücke. Er hat aus Japan, so aus der, ich weiß, glaube ich, aus der Victory-Reihe, eine richtig tolle Box mit Figur, aber 600 Euro war dann doch ein bisschen viel. Er hatte dann ein bisschen mehr von den Micromasters in Boxen auch. Man war alles cool, aber da bin ich noch nicht so ganz warm geworden mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es waren echt tolle Sachen dabei, wo ich dann aber zwei Sachen erblickte, habe ich mir gedacht, das musste ich haben. Ja, und zwar habe ich, ich fange jetzt an, auch schon so ein bisschen mit den Pickups, die einzubauen, weil das funktioniert dann einfach so ein bisschen besser, wenn ich so ein bisschen erzähle, wie es war. Und da habe ich, glaube ich, auch mit meinem ersten Deal dann gemacht, indem ich nämlich dort die Transformers-Figur Scattershot gefunden habe. Und zwar ist das einer der Combiner der Technobots. Ich habe die Figur auch schon mal gehabt, aber ich habe sie in einem gebrauchten, naja, nicht mehr schönen Zustand. Ich habe sie wirklich damals auch nur gebraucht bekommen. So, und dadurch, dass es ein Combiner war mit vier kleinen Figuren, wovon mir noch einer fehlt, der Afterburner, aber das ist ein anderes Thema. Die anderen habe ich in der Sammlung. Den habe ich auch nicht da gefunden in einem guten Zustand. Und da, obwohl ich habe ihn als Bootleg gefunden, aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, bei den Italienern war der am Stand, also da lag er schon, aber war halt ein Bootleg und dann wollte ich das nicht mitnehmen, wo der richtig akkurat aussah, denn die hatten echt tolle Sachen. Dann jedenfalls der Scattershot, war vollständig mit Anleitung, es war aber glaube ich eine holländische Anleitung. Alle Einzelteile eben halt, jede kleine Waffe und so weiter, das fand ich super, war ein sehr schöner Zustand und er wollte 50 Euro dafür haben. Ich war ein bisschen überlegen, mache ich es oder mache ich es nicht. Ja, jetzt geht mein Monitor aus. Ja, so ist es eben halt manchmal. Naja, jetzt kommt ein bisschen, machen wir wieder an, damit das Toyplosion-Logo da zu sehen ist. So, kommt. Immer diese Live-Action. Ja, was soll ich noch weiter sagen? Ja, auf jeden Fall der Scattershot. Die Teile, die womit sich dann in Computer und die gemeinsamen Combiner verwandelt, das war alles da. Der Zustand war super. Und er wollte 50 Euro dafür haben, was ein fairer Preis ist. Ich habe dann später 45 Euro für bezahlt. Ihr seht ihn hier auch in Fotos. Super geil. Bin völlig zufrieden. Der ist in sehr, sehr schönen Zustand. Und jetzt fehlt mir, wie gesagt, nur noch der eine kleine. Den habe ich dort nicht gefunden. Aber das sollte kein Problem sein. Der findet sich. Und ja, so konnte ich das schön, ein schönes Stück schon mal für meine Sammlung, ja, ergattern. Ja, so kann man ja sagen. Also ich konnte es ergattern, das Ganze. Da war noch ein Pretender, ein Transformers Pretender, der heute gern Florian haben, der wollte mit mir bundeln, der hat sich übrigens auch später gekauft, aber dadurch, dass ich irgendwie meinem Bruder, jetzt geh mal rüber, wir haben schon ein bisschen was verdient, kauf den mal, habe ich das irgendwie in der Hektik dann vergessen, man ist auch wirklich abgelenkt, da ist so viel los, wenn man verkauft, naja, und so habe ich ihn dann eben halt erworben. Ja, auf jeden Fall war das so noch mein erster Kauf. Was hat mein Bruder in der Zeit gekauft? Ganz ehrlich überlegen, ich weiß es gar nicht. Er hat auch ein paar Sachen gekauft und ihr werdet das auch sehen und ich werde das auch sicherlich dann nochmal im Detail durchgehen. Ja, auf jeden Fall war das somit das erste, was ich mir gekauft habe und am Samstag habe ich auch gar nicht, noch nicht so viel. Ich glaube, am Sonntag habe ich dann nochmal ein bisschen mehr gestöbert morgens und da habe ich auch dann einige Sachen mehr gefunden. Auf jeden Fall, ihr seht,
da ist so viel gewesen, dass man einige Sachen auch übersehen hat oder überlegt hat. Der aus England, der, jetzt gucke ich mal, ich habe mir so einen Sticker hingelegt. Wo ist er denn? Da. Extra. Da habe ich später gekauft und das ist der Leicester Vintage Old Toy Shop. Ich habe hier seinen Sticker. Auch richtig cool. Seine Karte ist das. Ein Sticker habe ich auch noch von ihm bekommen. Der ist auch eine Ikone, hat auch eine Instagram-Seite. Und der hatte richtig viel Transformers bei sich liegen. Auch im gebrauchten Zustand. Und ich greife jetzt vor. Komm, ich greife jetzt vor. Da habe ich später rumgelaufen. Eigentlich war es so, dass mich mit Florian, also dem Bürgermeister, ein bisschen über Transformers sagt, komm, wir müssen nochmal gehen. Dann sind wir zusammen losgegangen, weil ich dachte, da gibt es dann irgendwie schöne Stücke. Und dann sind wir auf den Shop gekommen. Er hatte davor schon woanders Transformers gekauft, auch bei einem sehr guten Stand. Und der hat dann eine ganze Grabbelkiste mit Transformers gehabt und jedes Stück 5 Euro. Ja, Wahnsinn. So, und ich habe natürlich gewühlt, er hat gewühlt und wir haben ein paar schöne Stücke gefunden. Und ich habe mir, glaube ich, wenn ich es richtig entsinne, wie viel waren das? Ich glaube, 7 Transformer rausgesucht, habe dann 35 Euro bezahlt. Einmal habe ich mir den Skullcruncher, das ist ein Headmaster, gekauft. Ein Krokodil sozusagen als Transformerform. Da fehlen die Waffen und ein Stück vom Schwanz fehlt dort. Aber ich habe den Headmaster, den Partner, den hatte ich immer hier oben bei meinen Figuren stehen. Und jetzt konnte ich den Stück vervollständigen. Also wunderbar. Wie gesagt, für 5 Euro sind auch leicht bespielt gewesen, aber wirklich sonst einen schönen Zustand. Also kann man nichts sagen. Dann habe ich einen kleinen Mini-Transformer, den Outback, gefunden. Dann habe ich Springer gefunden, den Triple Changer, habe ich noch nicht in der Sammlung gehabt. War ein sehr schöner Zustand, auch wenn die Aufkleber fehlten und die Waffe und der Rotor. Aber der Rotor, den habe ich von dem lieben Marco, dem Retro-Krempel, abgekauft. Der hatte einen sozusagen auf einer kaputten Figur. Ja, also im Endeffekt sagte er, ja, sag mir, was du dafür ausgeben willst. Ich dachte, hier komm, nimm 3 Euro. Ich habe einfach so mal ein Risiko gehabt. Ja, er wollte einen 5er haben. Marco, dafür hast du was gut noch von mir. Wenn ich was für dich passend finde, dann komme ich dir nochmal entgegen dafür. Das mache ich gerne. Du hast mir ja auch geholfen. Ich habe einen GoBot gefunden, einen Krankenwagen, der war auch da drunter. Und jetzt, ich muss auf mein Bildchen schauen, was ich hier nebenbei aufgeschlagen habe. Dann habe ich den Sinners Twin gefunden. Das ist eine Figur aus von Abominus. Das ist ein Combiner von Transformers, sozusagen der Decepticon-Gegner von Computron, von dem ich ja Scattershot gekauft habe. Und ja, richtig tolle Figur und der hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich mein Highlight gekauft, das habe ich sogar noch hier stehen. Und zwar habe ich hier Runabout. Hier, richtig cool, die Figur finde ich mega. Waffe fehlt noch. Ich hoffe, der liebe Kollege hier vom Leicester Vintage Old Toy Shop, ne, der wollte mir die Waffe zuschicken. Ich hoffe, das macht er. Würde ich mich freuen, weil er sagte, er hat sie noch. Richtig cool. Hier war ein bisschen was ausgeleiert. Ich habe ihn aufgeschraubt und dann habe ich ihn wieder fit gemacht. Ist natürlich gebraucht. Er hat so ein Gimmick, dass er mit sich selbst verwandeln kann, wenn er aufzieht. Das sind 2 Brüder, es gibt den auch in Weiß, den habe ich bereits gehabt, aber hier in Schwarz, den Runabout, habe ich noch nicht gehabt. Und richtig cool, die Waffe wird hier so auf die Schulter geklemmt, sieht eigentlich bescheuert aus. Zum Spielen auch nicht das Wahre, aber ja, eine meiner Figuren, die ich immer haben wollte. Und jetzt habe ich die beiden, sozusagen die Geschwister, komplett, habe mich sehr gefreut. Und wie gesagt, ich habe 35 Euro bezahlt, das ist echt ein Schnapper. Das war Wahnsinn. Ich meine, ich hätte noch zugreifen können, hätte einen Jetfire gehabt für 75 Euro, inklusive viel Zubehör. Irgendwann habe ich gesehen, bei den ganzen Facebook-Gruppen, wo ich auch bin, mit den Retro-Toys, da hat auch einer die gekauft gehabt, den Wahnsinn. Und das war auch ein riesen Schnapper und das war echt toll. Also da muss ich sagen, ich war auch sehr, sehr zufrieden mit dem Ganzen, was ich da gesehen habe. Und es war eben halt Wahnsinn. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt habe ich, wie gesagt, Sonntagmorgen die Veranstaltung. Wie ich sagte, ich habe ja schon jetzt angefangen, meine Pickups zu zeigen. Sonntag war nicht ganz so voll, aber dadurch konnte man mehr rumlaufen. Aber es war immer noch genug los und ich habe auch genügend Kunden sozusagen gehabt, die Interesse an meinen Sachen hatten. Also es hat sich immer noch gelohnt, das Ganze. Und das war Wahnsinn. Und ich bin ein bisschen gesprungen durch meine Erzählung, wie ich jetzt gelaufen bin.
Ich werde aber noch mal zu Ende erzählen. Ich habe noch zwei Transformer mir gekauft. Auch zwei richtig schöne in OVP mit Verpackung sozusagen. Aus Japan sind das zwei Versionen. Einmal Sideswipe und einmal Red Alert. Ihr könnt es hier auch sehen. Das sind zwei Figuren aus der Jubiläum. Nee, es gibt einmal im Jahr, gab es von der Firma eHobby, offiziell lizenziert, auch eine Version einer dieser klassischen Figuren rausgebracht. Die beiden Figuren habe ich zusammen für 140 Euro erworben. Sollte 75 haben. Ich habe jetzt sozusagen 10 Euro runtergehandelt. Man behauptete zwar, wurden nie ausgepackt, das stimmt aber nicht. Die sind schon mal ausgepackt gewesen. Auf der einen Seite bei Red Alert ist ein bisschen sonnengebleicht, aber es ist nicht schlimm. Sticker waren drauf, sind in tollen Zustand trotzdem. Die hatten auch so ein paar Raketen, die sind noch leider rausgenommen worden aus ihren Gittern sozusagen. So ein Plastik, wie so ein Bastelbogen musste man lösen. Ja, ist alles noch dabei, leider ist lose, aber ist nicht schlimm. Das sind Jubiläumssachen, wie gesagt, original, die findet man sonst in Japan. Aus dem Jahre 2001, also in dem Sinne auch schon richtig alt. Das ist bei, ist das auch schon Vintage? Könnt ihr mir mal sagen, ab wann fängt Vintage an? Diese Diskussion hatten wir auch mal auf der Toyplosion. Da haben wir mit der Trödelmann mal drüber geredet und auch noch ein paar anderen, die dabei standen. Wir haben überlegt, wann fängt Vintage an? Wir sind jetzt so auf die 80er, 90er auf jeden Fall gekommen, aber wann endet das danach? Sagt mir mal, wann endet bei euch das Vintage? Denn diese Figur, wie gesagt, diesen Red Alert, der ist jetzt von 2001, das ist mittlerweile 23 Jahre bis heute. Also, wo fängt Vintage an? Ab wie vielen Jahren kann man davon reden? Oder Retro, wie definiert ihr das von der Zeit her? Dass es die 80er und 90er mittlerweile sind, so Turtles, He-Man und solche Sachen, das ist logisch. Aber irgendwann rutscht ja Vintage auch weiter. Das wächst ja mit der Zeit. Das wäre nochmal eine interessante Sache. Naja, jedenfalls von Transformers war das so ziemlich das, was ich mir erworben habe. So klassische Transformer. Ich wollte ja auch ein bisschen was gucken. Es gab da noch einen richtig geilen Stand. Der hatte auch eine ganze Menge. Das war auch ein Niederländer. Auch schöne Transformer. Da habe ich auch noch was gekauft. Für 35 Euro. Und zwar die Autobot Clones. Fastlane und Cloudbreaker. Ja, glaube ich. Cloudbreaker? Okay. Habe ich vergessen. Jetzt so in der Aufnahme. Aber egal. Die beiden sind richtig klasse. Ich mag die Decepticon-Clones, die habe ich auch schon gehabt. Die waren jetzt lose, die beiden. Sind auch stark bespielt gewesen, auch nicht vollständig. Deswegen waren auch Preise auch so niedrig. Die beiden Waffen waren jeweils dabei. Es ist aber so, dass bei dem einen das Cockpit fehlt. Das ist nicht rausgebrochen, es fehlt einfach. Und ein Spoiler. Aber wie gesagt, es sind für mich jetzt erstmal... mir wäre wichtig, dass ich die Waffen dabei habe und erstmal welche Figuren, die ich zum Hinstellen, weil die kann ich als Roboter hinstellen, ohne Probleme. Als Fahrzeug werde ich mir sie nochmal besorgen. Also das sind auch welche, die ich auch in der OVP nochmal haben möchte, aber die gab es jetzt nur so und da konnte ich nicht widerstehen. Also da musste ich dann wirklich auch zugreifen und die habe ich mir dann auch, wie gesagt, komplett zugelegt. Auch mein Bruder hat zugegriffen bei Transformers, hat zwei neuere Sets gekauft. Das sind solche Bastelfiguren, die man zusammenstellen kann. Hat er bei The Collector's Bay gekauft. Einmal Grimlock und einmal Starscream. Hat er hier 10 Euro bezahlt. Das sind richtig coole Artworks drauf auf diesen Boxen und die kann man zusammenstecken. Die sind nicht verwandelbar, aber richtig cool. Also da kann man wirklich sagen, das sind richtig coole Figuren. Ihr seht das ja auch. Ansonsten, ja, haben wir in vieler Hinsicht eben halt gestöbert und so weiter. Und es gibt so viel zu sagen und ich glaube, ich werde auch nicht alles irgendwie, ich werde eine Menge vergessen, garantiert. Also wir haben, wie gesagt, in der Richtung so eine ganze Menge gefunden. Also das war das auf jeden Fall von Transformers und ich überlege gerade viel Toys. Ja, da gab es noch ein bisschen, mein Bruder hat zum Beispiel von Lost Planet den Roboter gefunden und von Robotech aus der Exosquad-Reihe einen Roboter, hat auch nicht so viel bezahlt, bei dem einen 10er und die anderen glaube ich auch nicht viel mehr, weil er unten an der Boxverpackung ein bisschen angebrochen war, aber richtig schöne Stücke auf jeden Fall, die wir da in der Sammlung haben. Ja, und ansonsten, ja,
In dem Sinne kann ich erst mal kurz zusammenfassen. Am Samstagabend, nachdem diese schöne Veranstaltung war, gab es auch wieder eine Afterparty. 18 Uhr war, wie gesagt, Schluss. Und dann konnten wir zusammenfassen. Und ab 18:30 war dann in einem anderen Raum sozusagen ein DJ dabei, der auch ein Fan der Toyplosion war sozusagen. Der lief auch die ganze Zeit auf der Toyplosion rum. Und da konnte man dann, ja, noch ein bisschen Zeit verbringen, miteinander quatschen. Und habe ich auch viele coole Leute getroffen. Auch einen netten Dude, mit dem ich mich unterhalten habe über Dragonheart-Action-Figuren. Ich grüße dich an dieser Stelle. Ich habe deinen Namen jetzt noch nicht so geläufig, dass ich das jetzt weiß. Auf jeden Fall war ich mit dem Flo und dem Retro-Campbell und Marte da. Und das war echt wieder spaßig. Und ja, wir haben uns viel unterhalten eigentlich im Endeffekt mehr. Der Toy Tanner war dann auch noch da. Auch dich grüße ich und die Trödelmama. Aber es hat sich dann noch so ein bisschen verlaufen. Wir waren abends auch noch mit dem Mario zusammen bei McDonald's. Ja, man ist eben halt dann so ein bisschen sündigen gegangen. Es geht halt schnell. Das McDonald's war da auch 5 Minuten fast zu Fuß unterwegs entfernt. Also in dem Sinne haben wir dann nochmal nett zusammengesessen und gequatscht und so weiter. Und das war auch schon sehr spaßig. Und ich glaube, an dem Tag, am Sonntag, da hatte dann der Retro-Krempel Geburtstag. Das ist echt witzig, dieses Wochenende. 2 Leute, die Geburtstag haben, die ich sich kenne und da auch mit auf der Veranstaltung waren. Ja, so besser kann man seinen Geburtstag, glaube ich, nicht feiern, wenn man Toyner ist. Auf jeden Fall war da schon eine nette Atmosphäre da mit der Musik und es haben auch getanzt die Leute. Und gerade da war auch der Thomas, der Star Wars-Sammler, zusammen mit der Judith Hildebrand, die ja Schauspielerin und Moderatorin war, ist und ich glaube auch Rote Rosen mitgespielt hat und bei Hugo moderiert hat vor etlichen Jahrzehnten. Und sie war da auch sehr herzlich, hat auch Autogramme aufgrund dessen gegeben und die hat auch super ihren Spaß gehabt und die hat getanzt. Wow, also das war ein echter Hüpfflug. Es war echt spaßig, das Ganze zu sehen. Naja, mein Bruder und ich waren dann haben auch noch mal ein bisschen was getrunken, aber dann sind wir gegen 11 Uhr auch abgehauen, weil wir waren auch geschafft und wieder zum Apartment, wo wir eigentlich dann nur ein bisschen gesichtet haben, was wir gemacht haben oder so sozusagen gekauft haben. Dann haben wir unsere E-Mails gecheckt und Nachrichten mit der Familie noch mal ganz kurz gesprochen und ja, dann ging es schon schlafen für den Sonntag. Und Sonntag war wieder, wie gesagt, etwas ruhiger, aber auch immer noch sehr, sehr voll und es war viel, viel los. Und es war echt, echt Wahnsinn. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, das Ganze da zu betrachten und anzugucken. Und wie gesagt, die Veranstaltung war ja vielseitig aufgebaut. Es gab am Nachmittag sogar auch so eine Tombola gab es, wo mein Bruder auch mitgemacht hat, leider nichts gewonnen hat. Er hatte da Auge geworfen auf Sam und Max. Das waren 2 Figuren von einem LucasArts Avenger, von dem gleichnamigen sozusagen. Hat sie leider nicht gewonnen. Aber ansonsten war auch da eine Charity-Veranstaltung. Es gab eine Versteigerung von richtig schönen Teilen und die Bühne war richtig cool aufgemacht. Also ihr könnt ja sehen, das sind 2 lebensgroße He-Man und Skeletor-Figuren gewesen. Die gleichen, die auch in diesem 2-Pack sind, was eben halt speziell ein Toyplosion Goodie war. Diese Extras, dieses 2-Pack gab es da auch auf der Bühne. Das war für den Sonntag. Dann konnten die Leute, das waren die 100 Stück, die am Sonntag verkauft wurden an die Live. Ich habe meins vorbestellt. Das Ding ist auf 500 Stück limitiert. Und ja, auf jeden Fall, die Bühne war mega aus. Ihr seht das ja auch alles, überall die Plakate und es gab noch so viel zu entdecken und ich vergesse viele Sachen wahrscheinlich wieder, denn ich bedenke dann zum Beispiel, ist mir auch später aufgefallen, da gab es eine riesen Statue von den Schlümpfen mit Gargamel im Dorf und die kostet über 1000 Euro. Und irgendwo habe ich eine Captain Future Figur gesehen, fand ich auch richtig toll, aber auch 1000 Euro, das ist etwas außerhalb meiner Preisrange. Ja, und wie ich immer auch da, als ich gefragt wurde, gesagt habe, oder wenn ich gefragt wurde wegen den Toys, ich konnte mir manche Sachen als Kind nicht leisten und heute immer noch nicht, weil das sich viel verändert hat. Auf jeden Fall war das echt spaßig, das Ganze. Und wir kamen natürlich auch mehr zum Stöbern. Ansonsten haben wir auch natürlich noch viele Leute getroffen. Der Samstag war sogar noch der Jakob vom Sammelzimmer da, zusammen mit seiner Kamerafrau Leonie. Ich grüße euch auch an dieser Stelle. Ja, ich bin auch Gast in seinem Video, was er von der Toyplosion gemacht hat, war auch sehr stark. Und der Tom von Locus Weltgaming, glaube ich, war das, der war auch da. Auch in seinem Video hat er mich sprechen lassen, so ein bisschen über die Toyplosion. Also den habe ich da auch getroffen, das war echt Wahnsinn. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
das Ganze. Ja, was war noch weiter? Dann bin ich ein bisschen stimmen gegangen. Es gab auch Computerspiele zum Beispiel. Nicht so in der Masse vertreten, aber es gab sie. Da habe ich verschiedene Sachen entdeckt und da sage ich euch jetzt ein bisschen, was wir an Pickups gemacht haben. Denn zum einen hat mein Bruder echt tolle Schnapper gemacht. Da war einer, der hatte PC-Bigboxen und zwar von LucasArts-Klassikern, also Adventure-Klassikern. Und zwar von Sacred Kraken, Maniac Mansion, Loom und Monkey Island. Das sind die Top-Box- oder Top-Shots-Versionen. Das sind sozusagen die Zweitauflagen, sozusagen, was vielleicht die Pyramide ist, sozusagen die Platinum bei PlayStation 2-Versionen. Das sind eben halt diese Versionen. Die sind aber auch richtig teuer. Und er hat 25 Euro pro Stück bezahlt. Plus einem ja, A1-Plakat von dem Cover von Zack McCracken. Richtig cool. Ich glaube, bei Monkey Island fehlt die Kohlscheibe. Ansonsten sind die top. Die Kassette des Hörspiels sozusagen von Loom ist noch dabei. Top. Sie sind ein bisschen im Handbuch anders zusammengefasst sozusagen. Das ist teilweise einfacher hergestellt als bei der Erstauflage, aber es ist alles vollständig und findet man mal, oder diese Stücke findet man für diesen Kurs auch ganz selten. Also da hat man einen richtig schönen Schnapper hingelegt und das war echt Wahnsinn. Da ging es mit meinem Bruder schon gut los und was haben wir dann noch? Ich habe eine Action Replay Cheat Software CD sozusagen von Devil May Cry 2 gefunden, habe ich 3 Euro für bezahlt. Fand ich auch sehr spannend, gerade ich für mich, mein Promokram passte das perfekt. Und ja, dann hat mein Bruder noch bei einem Stand, da gab es NES-Spiele. Und da hat er das NES-Spiel von Willow in OVP mitgenommen, richtig cooles Stück. Sah auch richtig genial aus und Wahnsinn. Und dann waren wir noch bei dem Stand von lieben Christian aus meiner Gruppe. Ich grüße dich auch in dieser Hinsicht. Ich wusste erst nicht, dass du das bist, denn mein Bruder war erst an dem Stand und da hat er ein Spiel mitgenommen, was er da verkauft hat für PlayStation 1 und auch nicht ein Sonderteil und zwar ein PlayStation 1 Spiel aus dem PlayStation Collectors Club. Ich bin auch in dem Club und ich habe mich gefreut, habe mir für einen guten Kurs dieses Ghost Survivor, das ist ein Mod von Resident Evil mit einer eigenen Geschichte. Auch in sehr schöner Zustand hier gemacht. Das ist halt der Collectors Club, macht eben halt auch exklusive Editionen. Und das ist jetzt an mich sozusagen weitergegangen zu einem fairen Kurs sozusagen. Er hat es jetzt nicht überteuert verkauft, der liebe Christian. Und so kann das in meiner Sammlung sozusagen jetzt ja, Platz finden. Finde ich wunderbar. Später habe ich noch ein Spiel mit ihm bei ihm mitgenommen. Also erst wusste ich nicht, dass es Christians, dass es dein Stand war, Christian. Denn immer wenn ich da hinkam, war keiner da. Und ich habe schon am Anfang, ich glaube schon am Samstag, das eine Spiel gesehen, was ich gerne hätte. Und zwar Killer 7 für die PlayStation 2. Ein Spiel, was von Suda51 und Shinji Mikami, dem Schöpfer von Resident Evil, mitgemacht wurde. Dadurch, dass ich sie beide auf der Gamescom getroffen habe, war ich natürlich immer noch gehypt für das Spiel und wollte das unbedingt haben. Für einen Zehner habe ich das Spiel da mitgenommen und das ist jetzt in unserer Sammlung. Von mir und meinem Bruder, also haben wir uns auch sehr gefreut. Da habe ich doch glatt vergessen, euch zu zeigen, dass mein Bruder noch einen Roman gefunden hat. Und zwar Star Wars The Force Unleashed zum Computerspiel. Etwas gebraucht, aber trotzdem in einem schönen Zustand. Auf jeden Fall war das sehr, sehr schön. Und wenn ich so zurückdenke, es gab so viele Stände, ich habe nicht mal alle richtig bewundern können. Wenn ich beim Italiener zum Beispiel, der hatte nicht nur Transformers-Bootlegs, ich habe da auch einige Bootlegs von Transformers gesehen, auch von den Micromastern habe ich fotografiert, auch nicht schlecht. Und es gab auch in OVP einige Go-Bots, die haben so um die 100 Euro gekostet, war echt Wahnsinn. Auch von, ich glaube bei Andres Messladen, der hatte Battle Beast Mocs, also leere, sozusagen, auch mit Deutsch sogar, richtig cool. Aber 100 Euro war mir dann für eine einfache Blisterkarte ohne Figuren, zwar mit Plastik, noch okay, ohne Plastik hätte mich das nur 50 gekostet, ist mir doch zu viel, aber richtig cool zu sehen, für mich persönlich, das muss ich dazu sagen. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die Italiener, dann gab es auch Schreibkram, die hatten auch zum Beispiel Captain Future, hatte der eine Stand auch, Schreibhefte aus Italien, ich habe richtig coole James Bond Actionfiguren gesehen, es gab Super 8 Filmrollen, aus klassischen Filmen wie Star Crash und von Imperium schlägt zurück. Das sind echte Sammlerstücke. Wenn ich bedenke, als ich in den 80ern aufgewachsen bin, da gab es in einem Kaufhaus, so wie man sich eine Videoabteilung vorstellt, nur mit Super 8 Filmen. Super 8 ist ja wirklich Filmrolle. Das ist also Wahnsinn. Und die Filme waren ja immer auf 8 Minuten pro Rolle oder 10 Minuten. Mehr waren da gar nicht drauf. Also es war Wahnsinn, was das alles gab.
Und man konnte alle die Dinge wiedersehen. Auch viele alte Magazine waren damit im Verkauf. Wie gesagt, so viele alte Toys. Und welcher Stand mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ich weiß gar nicht den Namen, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, der hatte unheimlich viele, ja, auch Bootlegs von Transformers dabei, aber irgendwie kuriose. Da hat er einen Seaspray. Seaspray ist, mache mich jetzt hier nicht griffbereit, aber liegt hier oben auf dem Regal. So ein kleines Luftkissenboot. Und da hat er ein Bootleg von meinem Beachcomber, der auch der liegt hier oben. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist außerhalb der Kamera. Der war auch da als Bootleg. Und dann hatte er, das fand ich auch genial, einen Dinobot-Bootleg, der mehr so ein Fantasy-Saurier geworden ist. Und da haben sie selbst die Originalzeichnung, ihr könnt das sehen, ein wenig bearbeitet. Richtig cool. Also ja, der hatte auch echt super viel der Original-Transformers verkauft. Bei dem habe ich ja die Autobot-Clones gekauft. Und das war echt spaßig, das anzugucken und auch mit denen zu quatschen. Die waren echt toll. Und später war auch noch gefilmt worden und so weiter. Da stand ich ein bisschen im Hintergrund, da habe ich gerade die abgekauft. Und was mir auch sehr gefallen hat, war, dass ich zum ersten Mal live, ich wusste, habe sie nur Fotos gesehen gehabt, von der Zeichentrickserie aus den 80ern, Jace and the Weird Warriors, eine Serie, die ich kannte durch Sky Channel. Und mein Bruder, wir waren Fans von dieser Serie, aber im Endeffekt haben wir nie was gekauft. Ich meine, die sind teuer, diese OVP gab es da, die Bösewichter sozusagen, das sind Fahrzeuge. Da bist du mit 200, 300 Euro pro Box dabei. Das ist zu viel für mich im Moment gewesen. Aber sehr cool. Die beiden Hauptfiguren waren custom-made da, klein als Figur aufgestellt worden. Der Jace und so ein kleiner Ritter. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Und sein Fahrzeug auch war noch lose da. Es sah richtig cool aus. Ich habe es erstmal in den Händen gehalten. Hätte mich lose, aber auch zu viel gekostet. Aber das mal zu sehen, war Wahnsinn. Und überhaupt diese ganzen Sachen zu bewundern. Ich habe sie da jetzt, ich versuche jetzt hier ein paar Bilder, wenn ich das zur Rede einzublenden. Aber das war echt, echt Wahnsinn. Und ja, einfach nur cool, das Ganze zu sehen. Und ich kann gar nicht alles zusammenfassen, was man da gesehen hat. Und deswegen werdet ihr in Bildern sehen, was ich jetzt am Anfang schon mal ein bisschen Rule hatte. Und am besten fange ich jetzt, sage ich jetzt, nochmal ein zweites Rule ab. Hier nochmal weitere schöne Eindrücke von der Toyplosion. We'll be right back.
Ein absolutes Highlight für mich ist natürlich das Treffen gewesen, denn ich habe viele Leute wieder getroffen, die ich eigentlich einmal im Jahr sozusagen dadurch sehe, nur über WhatsApp und so weiter kommuniziere, weil sie einfach zu weit weg von mir wohnen. Und deswegen der Bürgermeister, Retro-Krempel, Peter Petendo, Aslan, die Kampfmaschine habe ich wieder getroffen. Das war spaßig, auch was du an Deals gemacht hast, echt toll zu hören. Der Mo von Action Toys Universe war da, den kannte ich auch nur eben halt dadurch. Sodak Zeittresor, der Seti, Sabine von Stamm der Sabinerin, dann eben halt Martin und Alex von den Spielzeugjägern. Ich muss ja auch mein Bild gucken, wenn ich noch weiß. Der Sven war da, der Mike, der Christian, wie gesagt, aus meiner Gruppe, der Mario, der Mate. Ich muss echt immer darauf achten, dass ich jemanden vergesse. Dann, wie gesagt, die Trödelmama, mit der ich mich unterhalten habe, ihr Mann, den Birted Game Collector und Marc von Bumo TV, der Puppengeist, wie gesagt, sein Partner, der auch super nett war. Der Patrick von dem Dinosaur Toys and Merchandise, glaube ich, heißt sein Kanal. Auch richtig cool. Das waren noch so viele, ich habe die Namen gar nicht mehr alles. Auch so ein Custom Made, der Master Uli. Oh, ich komme gerade auf den Namen nicht. Ah, egal. Auf jeden Fall richtig schön, all diese Menschen zu treffen und sich auszutauschen. Der Sven, wie gesagt, war einer der ersten, den habe ich. Letztes Jahr, ich kannte ihn nur durch meine WhatsApp-Gruppen und wir haben uns sozusagen eigentlich ein bisschen aus den, ja, damals gar nicht so registriert. Jetzt natürlich hat er gesagt, komm, jetzt müssen wir uns treffen. Und der war auch am, war schon Freitag da? Nee, Samstag gleich morgens war er da. Und Sonntag war er dann doch noch mal ganz kurz am Vormittag da, bevor er auch wieder los musste. Und der Sven, ihr werdet ihn kennen, er hat mir mehrere Mystery-Pakete geschickt. Er ist mein Mr. Mystery. Und es war so schön, ihn zu treffen. Und es waren noch so ein paar Sachen, wo wir uns ausgetauscht haben. Das erste, was wir uns ausgetauscht haben, das war ein Deal zwischen uns. Er hat mir eine wunderbare Promo verkauft von Assassin's Creed Brotherhood für meine Sammlung. Ihr wisst ja, Promo-Sammlung für meinen Kanal Games Promo Archive. Ne? Link da unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal drauf sehen, da zeige ich solche schönen Schätze. Auch das, wie gesagt, habe ich mit ihm getauscht, aber er hatte mir noch zwei Sachen in die Hand gedrückt, die ich euch jetzt nicht mehr zeigen kann, weil ich sie weitergegeben habe. Lieber Sven, bitte verzeih mir, aber ich habe sie in die Hände von großartigen Sammlern gegeben, die genau das gesucht haben und das mehr mochten als ich. Also das ist nicht, es ist komisch ausgedrückt, aber ist so, die wirklich Fans sind. Und zwar hat er mir einen Kalender von Dr. Who entziert überlassen und den hatte ich bei mir stehen und den hat die Trödelmama entdeckt und den habe ich ihr dann abgetreten. Die war richtig happy, dass er so, oh, das, die ist mein Liebling und da, Garibaldi, glaube ich, war das, der Liebling und dann, es war so im Schwärmen, habe ich gesagt, komm, das muss ich sozusagen an dich abtreten. Und was er mir auch gegeben hat, das war richtig cool. Danke für auch, wie gesagt, für die Geschenke. Aber du wirst verstehen, du sagst ja auch immer, in die richtigen Hände geben ist das Beste. Und da fand ich das auch richtig. Du hast mir so eine Plastikplatte, da war Jaws drauf. Das ist so diese singenden Plastikfische sozusagen, die man an die Wand hängt. Und das hat er mir von Jaws gegeben. Ihr könnt es hier auf dem Bild sehen. Und
einer der Ghostbusters, sozusagen einer, der mit im Ghostbusters-Kostüm rumlief, von dem Stand der Ghostbusters, hatte das auch gesehen. Und der ist ein großer weißer Hai-Fan und er kam dann irgendwann zu mir, zeigte mir auch, dass er da auf der Toyplosion das neue weiße Hai-Buch, beziehungsweise den Roman oder die Romanvorlage des Buches Der weiße Hai von Peter Benchley gekauft hat, das Steven Spielberg ja verfilmt hat. Und er hat sich so ein Steelcase gekauft, wo die DVDs alle drin waren. Und er sagt, ich bin ein großer Fan, das ist doch was für meine Sammlung, kannst du mir das abgeben? Und ja, ich habe es abgegeben in super Hände. Denn was ist besser, wenn du einen richtigen Sammler hast? Bei mir, liebende ist ein falscher Film gesagt, aber ein großartiger Film ist Der weiße Hai. Ich bin auch Fan davon, aber nicht so wie der. Der war wirklich mehr und den habe ich mit solch strahlendem Blick dann meinen Stand verlassen sehen, sozusagen, oder wo ich war, hatte das ja an meinem Stand aufbewahrt. Und ich glaube, da bist du mir auch nicht böse, dass ich das in die Sammlerhände gegeben habe, oder die Fans richtig, die damit auch aufgegangen sind. Und ich glaube, das ist das. Du sagst ja auch immer, du magst es, jemanden glücklich zu machen. Und genau das habe ich damit getan. Du hast mir die Sachen überlassen und ich konnte sie in Hände geben, die noch besser sammeln, sozusagen, als ich es je könnte. Also das war Wahnsinn. Ja, das war auf jeden Fall schön. Also lieber Sven, ich grüße dich nochmal an dieser Stelle. Danke dir für alles und es war so schön, dich live zu treffen. Ihr seht hier ein kurzes Foto. War Wahnsinn. Ja, dann habe ich noch was bekommen. Also ich habe natürlich ein paar Sachen auch getauscht gehabt, aber mit dem Flo vom Bürgermeister, das meiste hatten wir eigentlich schon vorab getauscht. Deswegen habe ich eher was für ihn gehabt. Aber später kam der Retro-Krempel zu mir noch. Er sagt, du bist ein James-Bond-Fan. Hier habe ich nochmal ein Casino Royale Playing Card Set. Ich habe mehrere Playing Card Sets. Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Also mehrere von James Bond. Muss man nachschauen, aber richtig cool. Nehme ich immer gerne. Ich finde das richtig cool. Ja, das war sozusagen einer der kleinen Geschenke sozusagen, die ich bekommen habe. Ich überlege gerade, ob ich etwas vergesse, eigentlich nicht. Dann habe ich später den Toy Tenner getroffen. Der Toy Tenner, mit dem habe ich auch immer mal wieder geschrieben und wir haben uns auch ausgetauscht. Und er ist ein großer Independence Day-Fan. Ich konnte ihm ein T-Shirt vom Independence Day, was ich bei mir eigentlich überhaupt nur rumliegen habe, weil ich nicht anziehe. Es liegt einfach nur bei mir und ich habe es in Sammlerhände gegeben. Er ist echt glücklich gewesen und er hat mir eine Kleinigkeit mitgebracht. Er sagt, du magst ein bisschen Promos. Davon habe ich dir ein paar kleine Geschenke eingepackt. Von dem, was er mir da überlassen hat, muss ich zugeben, habe ich eine Sache nicht mehr. Das ist auch schon weitergegeben. Das war eine Hörspielkassette. Er sagte auch, gib sie weiter, wenn du nichts damit anfangen kannst. Und das war von Susi und Sträuch eine Hörspielkassette. Da habe ich auch gleich jemanden gefunden, der da noch glücklicher wurde. Und das ist auch wunderbar. Dann hat er mir noch gegeben ein schönes Quartett Feuerwehr. Das wird an sozusagen meinen Schwibschwager gehen. Der ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und das passt doch bestens. Ja, also besser kann es da nicht sein. So, liege ich hier vorne hin. Da drin war dann noch ein Star Wars Roman, der hat er mir mitgebracht. Und zwar die Schwarze Flotte Band 2, Aufmarsch der Yvetaner von Michael P. Cube McDonald. Das Witzige ist, ich habe den ersten Teil nur gehabt. Den zweiten habe ich noch gar nicht, weil irgendwie habe ich die Serie so, irgendwann da habe ich nie mehr Star Wars gesammelt. Ich habe die zwar im Hardcover, den ersten Teil, jetzt habe ich auch noch den zweiten Teil. Besser geht's ja nicht. So, das lege ich zur Seite. So, dann habe ich noch, bevor ich das Highlight zeige, was er mir gegeben hat, das war wirklich ein Highlight, hatte ich hier so einen Umschlag bekommen mit mehreren Sachen. Oder so einer Glasichtfolie. Na komm, wo passen wir hin? Ich habe so viele Ablageflächen hier. Muss aufpassen, deswegen hast du auch die Hülle genommen. Ich muss aber zugeben, Fußballfan bin ich nicht. Hier ist ein Fußballmagazin mit einer ganzen Menge Karten. So, das packe ich hier lieber wieder rein. Richtig cool. Dann habe ich hier von 2022, das ist jetzt was Neueres, ein Lego-Katalog. Das fand ich auch richtig schön. Es ist immer schön zu sehen, was es mal so gab. Aber der geht an meinen Bruder, der ist ja ein größerer Lego-Fan, wie ihr wisst. Und er hat mir noch mitgenommen einen Katalog von Ravensburger. Auch immer interessant, sowas zu sehen, von 94/95. Und das macht immer echt Spaß zu sehen, was es denn an Brettspielen, Ravensburger ist ja Brettspiele, so rausgekommen in dem Jahr. Und ich blätter mal so durch. Hier seht ihr so Aquarium und diese Dinge.
ja, was haben wir hier noch? Dschungelparty. Hier haben wir Skate Cat, was das heißt, gab. Habe ich nie gesehen. Mickey Mouse Spiele logischerweise auch. Verrückte Labyrinth. Klassiker natürlich. Dann auch, was für Puzzle es gab. Also richtig cool. Richtig schöne Sache. Und dann waren noch zwei Sachen dabei. Und zwar einmal so ein kleines Kinoprospekt von 2001, die glaube ich beide von eben halt Solo gerade ins Kino gekommen. Und Rogue One. Richtig cool. Sieht man auch nicht alle Tage. Ist aus seiner Gegend. Fand ich richtig cool. Aber das Highlight ist eine Maxi-Vinyl. Bud Spencer von Bulldozer. Originalmusik aus dem Bud Spencer Film, sie nannten ihn Mücke, von Oliver Onions. Just a Boy, Just a Good Boy. Richtig cool, beide Seiten übrigens identisch. Fand ich richtig mega. Danke dir, lieber Teutenner. Das ist Hammer. Ja, ich habe leider kein gemeinsames Foto mit dir gemacht, deswegen blende ich das von letztem Jahr ein. Ja, beim nächsten Mal machen wir es wieder. Man ist so sehr überrascht. Ja, und ich muss zugeben, das waren so die Geschenke, die ich so bekommen habe. Eine Sache habe ich hier noch liegen, die ich auch gekauft habe für 2 oder 3 Euro. Und zwar ein Yokozuno Comic aus dem Hause Bastei. Hier ist noch Yokozuno anders geschrieben. Das ist ein älteres Album. Ich habe diese Version gar nicht in meiner Sammlung, sah das durch Zufall und habe mir gedacht, das musst du in meine kleine Sammlung doch aufnehmen als Yokozuno-Fan. Da hast du mal auch diese Variante. Ich muss nicht jede Version davon sammeln, aber ja, musste ich auch mal haben. Das ist noch eins der letzten Pickups sozusagen, was ich hatte. Und ja, jetzt kommt eigentlich nur noch ein großes Pickup, das ich euch auch noch zeigen möchte. Und zwar das Toyplosion Exclusive. Das habe ich natürlich auch gekauft. Habe ich vorbestellt vor einem Jahr fast, glaube ich, vor einem Jahr. Es wurde ja auch produziert und so weiter. Das ist ein echtes Sammelstück und Wahnsinn. Überhaupt, was die auf der Toyplosion, also ihr seid, wart die Besten, was ihr da veranstaltet habt. Es war eine tolle Atmosphäre. Es wurde für den Rundentisch Marxlow, das ist auch so eine Jugendsache, ich kenne es ja nicht ganz so, aber es wurde sehr viel Geld gesammelt und das war Wahnsinn, was da eben halt auf, ja, was dort zusammengekommen ist durch auch die Auktionen. Es gab eine Versteigerung, dazu habe ich gar nicht so viel erzählt, also da wurden echt tolle Stücke versteigert, unter anderem das Original Tupac mit der Hörspielkassette von 85, 87. In einem 1A-Zustand und es ging für 17.001 Euro weg. Wahnsinn. Wie geblendet. Also, sowas, dass es sowas gab. Naja, auf jeden Fall ist es auch recht schön gewesen. Es gab sehr viele verschiedene Goodies, die man auch erwerben konnte, eben halt auch teilweise nachträglich. Es gab so einen Pappaufsteller als Hörspiel-Display, das habe ich jetzt mir nicht mitgenommen. Ich wusste auch gar nicht, wo ich das hinstellen soll. Es gab diese alten Deckenanhänger, gab es auch schon im letzten Jahr, diesmal wieder mit neuen Motiven, die eben halt wie in Stores hängen, gab es auch zu erwerben, habe ich aber auch nicht erworben, das war echt nicht viel. Was ich aber eben halt später mitgenommen habe, von der Retrofabrik, die hatten ja auch Mastersbücher gemacht, dann später lagen da Artworks aus, die man mitnehmen konnte. Ich habe fast jedes Motiv, ein Motiv mit Hordak habe ich nicht mitgenommen, das sind Mastersmotive. Und ich blende euch jetzt hier mal die ganzen Motive so ein bisschen ein. Das ist Wahnsinn eigentlich, was da war. Ich habe jetzt da jetzt auch keinen großen Favoriten, weil sie sind alle so mega genial. Schön aufgemacht, auf richtig ja, dicken Karton. Das kann man sich echt an die Wand hängen. Ich habe da die mitgenommen. Ich habe wirklich ich habe zwar ein, zwei doppelt, aber ich habe jeden eins nur versucht zu nehmen. So in der Übersicht habe ich das dann nicht gemerkt, dass ich ein, zwei doppelt habe, weil das sind so viele Eindrücke, die du hast. Und das Witzige war, ein, zwei der Motive hat zum Beispiel der Toltenner mit rumgereicht und da haben wir alle unterschrieben als Andenken. Einige haben das toll gefunden, wenn sich jeder verewigt hat bei dem anderen. Ich glaube, auch die Trödelmama kam mit dem rum, da hat man sich dann auch verewigt drauf. Und das ist ein schönes Andenken an die Toyplosion geworden. Wahnsinn, was da war. Und was ihr auch sehen könnt, es gab ein Riesenplakat von dem Cover, was auch benutzt wurde bei diesem Exclusive Two-Pack von Simon Eckert. Und der war auch live da, man konnte sich Autogramme holen, der war auch super sympathisch. Mein Bruder war dann hingegangen, hat sich 2 Autogramme geholt. Hier seht ihr die beiden Motive, die er mit Thieler, die er sehr schön fand. Aber gleichzeitig gab es auch dieses Riesenplakat. Später haben sie noch einen ganzen Stapel ohne Autogramm
am Ende der Veranstaltung am Sonntag da ausgelegt. Ich habe aber gar keine Hand frei gehabt, keinen Platz gehabt, ich konnte nichts mitnehmen. Ich habe so eben halt meine Poster mitgenommen, aber richtig toll, und das ist auch signiert. Und dieses Plakat gab es auch mit dem Tupac zusammen, was ich erworben habe. Ja, und das wollt ihr jetzt auch sehen. Also wie gesagt, es war wunderschön. Es gab auch T-Shirts und Tassen, aber da habe ich nichts mitgenommen. Ich bin ja nicht so hundertprozentiger Masters-Fan, somit habe ich mich auf weniges beschränkt. So Poster, ich habe es da mitgenommen. Aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, das ist ein wertvolles Stück, das ist ein Sammelstück. Ich habe es erworben, wie gesagt, es gab einzeln zu kaufen, das Ganze. Tupac, eben halt dieses wunderbare He-Man, Masters of the Universe, Tupac. He-Man und Skeletor hier mit, da steht da, Flying Fist He-Man und Terrorclaw Skeletor, the mightiest battle in the universe. Ich habe auch dann zusätzlich dieses exklusive Acrylcase erworben, das gab es mit zu kaufen, und ich wollte das auch schützen, weil das war das Beste. Das habe ich auch gleich im Hotelzimmer, ich habe es am Freitag schon abgeholt, wir haben es auch gleich da reingetan, damit wir es besser transportieren konnten. Das ist jetzt hier hinter reingepackt, unten kann man es aufmachen, hier seht ihr auch, gebrandet mit der Toyplosion, richtig schön, auch in einem sehr schönen Zustand, abgesehen, dass ich jetzt Fingerabdrücke drauf gemacht habe hier draußen, ne? Den muss ich nochmal putzen, aber egal, das ist das Einzige eben halt, was eben halt, ja, eben hängen bleibt, die Fingerabdrücke. Ansonsten hier unten kann man es aufmachen und da kann man es reinschieben, ich habe es aber auch sehr, sehr vorsichtig reingeschoben. Richtig schönes Stück. Und was sagt ihr? Ich meine, es ist jetzt für mich mein Andenken an die Toyplosion. Ich packe es jetzt nicht aus. Ihr könnt ja auch nochmal sehen, das ist aufgemacht wie die Originale, aber es steht auch hier Exclusive Nummer 4. Was doch, ne? Ja, Nummer 4. Und mit Heo zusammen. Es ist offiziell lizenziert worden. Richtig cool. So, vorsichtig abstellen, soll nicht kaputt gehen. Also war richtig cool und ja, das ist ein Hammerteil. Also ich muss sagen, das war wirklich mega und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Ich schaue nochmal, ob ich irgendwas, wie gesagt, vergessen habe. Doch, eine Sache habe ich noch vergessen, eine Kleinigkeit, und das passt auch ganz gut. Bei den Spielzeugjägern, da habe ich nicht nur den neuesten Sticker bekommen. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Da ist er. Man schreibt das, ich sage ja gerade, gemütlich in meiner Atmosphäre. Hier den neuesten Sticker, das Besitzer-Sticker. Passt super, ne? Habe ich im Austausch gekriegt, indem ich meinen Sticker gegeben habe. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Da. Meinen exklusiven Sticker von Games Promo Archive im Tausch. Da habe ich den bekommen. Ja. Ach so, und gratis gab es auch so einige Sachen zu mitnehmen. Panini Sticker Album von My Hero Academy vom Manga. Und hier diese Hörspiele. Gab es auch gratis mitzunehmen. Die beiden habe ich mitgenommen. Ich habe die anderen gar nicht, aber so ist das schon ganz cool. Ich liebe ja die ganzen Goodies, genauso wie es nochmal diese Sticker gab mit dem Tupac drauf von der Toyplosion, auch richtig cool. Das ist schon Wahnsinn, was man so alles da finden kann und kriegen kann. Das war echt, echt toll. Ja, und die zwei Tage, das war Wahnsinn. Ihr seht ja auch schon die Bilder. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, wenn im Endeffekt habe ich auch gar nicht mehr so viel zu erzählen, das war nur Wahnsinn. Ihr seht eigentlich mehr, was da ist. Ich habe euch erzählt, was wir mitgenommen haben. Und wenn ihr wollt, dass ich nochmal einzelne Bilder auseinandernehme mit euch zusammen, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare, dass ich so ein bisschen über die Stände rede, was ich da gesehen habe. Ihr seht ja nur die Fotos, ich kann vielleicht hier und da manchmal was dazu sagen. Dann werden wir es auseinandernehmen, aber ansonsten, habe ich ja fast alles schon jetzt erzählt. Und was kann ich noch sagen? Auf jeden Fall, wohl am Ende, irgendwann war es dann ja zu Ende, der Sonntag, 16 Uhr. Wir sind an dem Tag auch nach Hause gefahren. Wir haben nur 4 Stunden nach Hause gebraucht, waren also vor Mitternacht wieder zu Hause, haben auch alles ausgeladen gehabt dann. Das war Wahnsinn. Aber bevor wir eben halt dazu kamen, haben wir natürlich zusammengepackt, uns verabschiedet von allen. Das war echt, man wollte noch mehr reden, weil es war Wahnsinn, auch wenn man geschafft war. Weil wenn man sich so selten sieht, dann macht das auch noch Spaß. Und für mich kam noch ein großes Highlight am Ende. Denn nachdem wir fertig waren, unser Auto war schon gepackt und wir waren schon am Verabschieden. Im Endeffekt, der Bürgermeister war schon nach Hause, der Retro-Campel war kurz davor. Und wir haben noch ein, zwei Händler verabschiedet, die wir kannten. Und einmal einen aus Berlin, auch dich grüße ich an dieser Stelle. Ich habe deinen Namen jetzt aber auch gerade nicht im Kopf. Toysohn? Wie kommt mir der Name gerade von seinem Stand? Egal, er hat, glaube ich, T-Shirt in der Richtung gehabt. Auf jeden Fall, der Mo war noch da. Da, der Mo.
genau, der war auch noch da, habe ich auch noch verabschiedet. Auf jeden Fall wollte ich noch Peter verabschieden, von Peter Petendo, und ich ging dann hin, Peter Petendo. Hey, tschüss, wollte ich dir sagen, er hatte gerade He-Man, oder kurz danach hat er He-Man auseinandergenommen, hat ihn bei den, naja, ihr seht es, ja, hat ihn gut gepackt, den He-Man, diese Figur, die auch richtig geil aussah, ne, war mit einem 3D-Drucker gemacht worden, richtig Wahnsinn, ne? Also, und die wurde auch verkauft, hat so knapp, bei He-Man und Skeletor wurde knapp 1000 Euro verkauft, also Wahnsinn. Ich wüsste nicht, wohin damit, ich bin auch kein He-Man-Fan, aber das waren echt Dekostücke, Wahnsinn. Nee, und dann lief ja noch ein anderer rum mit einem riesen Monster in my Pocket. Und das war der liebe Bastian aus meiner Gruppe. Bastian, ich grüße dich an dieser Stelle, auch wenn es zuletzt ist. Das war mein Highlight, echt zurück. Wir haben danach, das war echt Wahnsinn. Er war auch völlig geflasht, weil wir wollten uns schon lange mal treffen. Aber er wohnt eben halt weit weg von mir sozusagen, 400 Kilometer. Er wohnt, sagte 10 Minuten, 7 Minuten entfernt von der Europahalle. Ja, so, ich komme natürlich nicht so oft runter. Ich wäre gerne nochmal bei ihm einen Zwischenstopp gemacht. Er hat eine mega geile Sammlung, hätte mir sie gerne angeguckt. Aber wir haben uns ja gesagt, das machen wir beim nächsten Mal, wenn ich da in der Nähe bin. Dann werde ich mir deine Sammlung anschauen. Und das war auch, er war auch völlig begeistert, dass wir uns endlich getroffen haben, weil wir uns schon so gut im Forum verstanden haben. Wir sind so, jeder sammelt für sich gewisse Sachen, hat auch beeindruckende Sammlungen und doch irgendwo ist man Sammler im Geiste. So, das war Familie, wie du gesagt hast. Das war ein Familientreffen und das, entsprechend war es so, als ob man seinen Bruder wieder getroffen hat nach 10 Jahren, wo man ihn nicht gesehen hat. Also es war wirklich so und gefühlt. Und Bastian, danke nochmal für die letzten Momente. Damit sind wir freudig nach Hause gefahren. Ich habe mich gefreut über das ganze Treffen und das war Wahnsinn. Und liebe Leute, ich weiß nicht, ob ich einen vergessen habe, aber danke für alles, meine lieben Kollegen und Sammlerfreunde und liebe Zuschauer, die jetzt die ganze Zeit zugehört haben und Bilder genossen haben, während ich hier rumphilosophiert habe. Jedenfalls, es war Wahnsinn und bestimmt habe ich irgendwas vergessen, denn es waren so viele Eindrücke und man war völlig überfordert, wenn man manche Stände angesehen hat, weil da 1000 Sachen waren und bestimmt man hunderte von übersehen hat. Aber wie dem so sei, ich kann euch nur sagen, nächstes Jahr Toyplosion 3, ich kann noch nicht sagen, wann sie stattfindet, da ist noch kein Termin gegeben worden. Ich weiß auch nicht, ob sie diesmal wieder auf einem Tag oder 2 Tage stattfindet. Es gab ein Gerücht, dass es also im gleichen Zeitraum auf jeden Fall soll wieder was kommen. Diesmal nur einen Tag, genau weiß ich es nicht. Aber wenn, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Geht hin, denn ihr versäumt sonst was. Also alle, die dann da waren, die haben gesagt, da muss ich sein. Genau, den Holger habe ich vergessen, aus meiner Transformers-Gruppe. Ich grüße dich auch in dieser Hinsicht. Du hast auch gut schönes Transformers-Schnäppchen gemacht. Wahnsinn. Und auch, wie gesagt, alle möglichen Kunden, Menschen, die ich Sachen aus meiner Sammlung verkauft habe. Da waren so viele nette Gespräche. Danke euch allen, dass ihr da wart. Das hat mit euch Spaß gemacht. Ja, Jakob, auch dich sehe ich wieder auf der Polaris. Du warst ja auch da mit deinem Interview. Deiner Tour, deiner Wandertour auf der Toyplosion, das war Wahnsinn. So, mir fällt jetzt nicht so viel mehr ein, deswegen sage ich jetzt auf meine Richtung tschüss, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, war die auch auf der Toyplosion, haben wir gequatscht, habe ich euch vergessen, wie auch immer. Ich habe ja nicht alle Namen im Kopf gehabt, aber wie gesagt, da unten in der Videobeschreibung, wenn ihr wollt, dass ich nochmal gewisse Dinge ein bisschen genauer erzähle, was da mit dem Stand war, vielleicht weiß ich da was, wie gesagt, mit den Transformers-Ständen etwas mehr als mit den Master-Ständen oder so, und Star-Wars-Ständen habe ich auch nicht so ganz betrachtet, aber ihr seht jetzt hier schöne Eindrücke. Die Fotos sind von mir und von meinem Bruder und ein paar von den gemeinsamen Fotos sind auch von der Gruppe gemacht worden, die ihr hier seht, aber Wahnsinn. Es war ein riesen Familientreffen und wenn man die Leute auch kennt, wie ich, das macht Spaß. Denn danke euch, dass ihr da wart. Das war echt toll und zum Ende kriegt ihr noch Eindrücke von der Veranstaltung zu sehen und ja, bis zum nächsten Mal.